Das Honor Magic 6 Pro ist Honors Flaggschiff-Handy für dieses Jahr und ich hatte riesige Erwartungen, nachdem der Vorgänger nicht weniger als eins der besten Smartphones des letzten Jahres war. Die Designsprache des Magic 6 Pro ist sehr ähnlich zum Vorgänger. Das Handy ist im Prinzip genauso groß, liegt aber nun noch besser in der Hand. Das liegt daran, dass die Rückseite, zumindest in der grünen Version, die ich habe, aus Kunststoff ist. Aber keine Sorge, das ist gut verarbeiteter Kunststoff, der fühlt sich eher nach Kunstleder an. Durch die Rifflung bietet die Rückseite auch auf jeden Fall mehr Grip und das Handy rutscht nicht mehr so leicht durch die Fettfinger. Alternativ gibt es neben Grün noch Schwarz zur Auswahl. Das ist dann aus Glas und ich denke auch wieder genauso rutschig wie der Vorgänger. Das Quad-Curve-Design sieht wieder sehr beeindruckend aus und vor allem die Farbkombination mit dem goldenen Rahmen und der bemusterten Rückseite sind einzigartig und wirken extrem edel. Auch das riesige Kameramodul wurde leicht optimiert. Es ist immer noch groß, aber setzt sich jetzt etwas besser ab. Das trägt ebenfalls zur guten Ergonomie bei. Auf die Triple-Kamera kommen wir natürlich später noch ganz ausführlich zu sprechen. Optimal ist das alles trotzdem nicht, denn durch das große Kameramodul ist das Handy sehr kopflastig und man greift das Handy immer wieder wie den Vorgänger weiter unten. Ansonsten berühren die Finger das riesige Kameramodul. Ich bevorzuge da eher ein minimalistisches Kamerasetup wie bei Samsung. Mit 225 bzw. 229 Gramm ist das Magic 6 Pro auch nochmal minimal schwerer geworden. Das liegt wohl am Akku, zu dem wir auch später kommen. Natürlich ist das Handy auch wieder nach IP68 wasserdicht, so wie der Vorgänger. Insgesamt finde ich das Design sehr gelungen, zumindest vom Aussehen. Das Magic 6 Pro sticht durch die außergewöhnliche Rückseite und den goldenen Rahmen deutlich aus der Masse hervor. So ein schickes Smartphone habe ich selten gesehen, auch wenn die Ergonomie nicht optimal ist. Die Vorderseite ist aber mindestens genauso beeindruckend. War das Display des Magic 5 Pro schon ein Brett, setzt Honor im Magic 6 Pro nochmal eine Schippe drauf. Der Bildschirm ist wieder 6,8 Zoll groß. Aber die Displayränder sind jetzt noch kleiner. Beim Vorgänger waren vor allem die Ohren noch asymmetrisch. Jetzt sieht es wirklich so aus, als hätte man nur noch Display in der Hand. Auch die Pille ist nun endlich zentral in die Mitte platziert worden, was ich so noch nirgends gesehen habe. Durch die Symmetrie ist nun endlich auch der Monk in mir zufrieden, wenngleich ich die Aussparung nicht schön finde. Sie dient aber einem Zweck, denn darin verbirgt sich neben der 50-Megapixel-Selfie-Kamera auch eine 3D-Gesichtserkennung. Das Magic 6 Pro lässt sich also wieder selbst bei absoluter Dunkelheit sicher mit dem eigenen Antlitz entsperren. Ansonsten bekommt man beim Display nur das Beste vom Besten. AMOLED, LTPO, 120 Hz, knallende Farben und tiefe Schwarzwerte. Auf dem Magic 6 Pro zu surfen oder Filme zu gucken, bereitet extrem viel Freude. Nur die Edge, also das abgerundete Design zu den Seiten, ist nicht mein Fall. Dadurch hat man immer etwas Reflexion. In Zeiten, wo selbst Samsung wieder zurück zu einem flachen Display wechselt, hätte ich mir auch von Honor die Courage gewünscht. Ansonsten legt Honor wieder viel Wert auf Augenkomfort. Erwähnenswert ist das PWM-Dimming. Wenn man die Helligkeit stark dimmt, entsteht bei Displays oft ein Flimmereffekt. Manche Leute bekommen davon Kopfweh. Beim Display des Magic 6 Pro und auch schon beim 5 Pro ist dies aber nicht der Fall, da der Bildschirm dann mit bis zu 4320 Hz läuft. Man sieht also auf niedriger Helligkeit kein Flimmern. Als Glas kommt ein neuartiges Honor Nano Crystal Shield zum Einsatz. Keine Ahnung, wie gut das ist. Finden wir es doch einfach raus. Mein persönliches Highlight beim Display ist aber ein ganz anderes, nämlich die Helligkeit. Das Display wird maximal 5000 Nits hell. Ja, fucking 5000 Nits bei Sonnenlicht, das ist neuer Rekord. Zum Vergleich, ein S24 Ultra schafft 2600 Nits maximal. Selbst auf der untersten Stufe ist das Display schon so hell, dass es für Innenräume komplett ausreicht. Dreht man den Regler aber dann hoch, ist es fast schon ratsam, eine Sonnenbrille aufzusetzen. Ernsthaft, im Vergleich mit dem S24 Ultra ist das Display des Magic 6 Pro tatsächlich nochmal gefühlt deutlich heller. Das ist unglaublich krass. Ein Fingerscanner gibt es auch, der ist leider ziemlich weit unten platziert, da kommt man nicht so gut ran. Meistens entsperrt aber die Gesichtsentsperrung eh so schnell, dass man diesen gar nicht benötigt. Der Vibrationsmotor ist auch nochmal verbessert worden im Vergleich zum Vorgänger. Er gibt satte Vibrationen von sich, so wie es sich für ein High-End-Flaggschiff aber auch gehört. Auch die Lautsprecher sind nochmal getuned worden. Oben und unten im Rahmen sind die Lautsprecher verbaut. Musik und Podcast hören macht viel Spaß und klingt toll. Hier braucht man sich nicht vor der Konkurrenz zu verstecken. Am meisten war ich aber eh auf die Performance und die Software gespannt. Beginnen wir mit letzterem. Vorinstalliert ist endlich das neueste Android 14 mit Honor's Magic OS 8. Das Erfreuliche zu Beginn, man bekommt nun 4 Jahre Android und 5 Jahre Sicherheitsupdates. Das ist zwar nicht so gut wie Samsung und Google, die mittlerweile 7 Jahre anbieten, aber immerhin noch ein guter Wert und eine Steigerung von den 3 Jahren aus dem letzten Jahr. Auf die Software war ich dann am meisten gespannt. Magic OS 8 ist immer noch sauschnell und die Animationen gefallen mir sehr gut. Was mich beim Vorgänger gestört hat, war die dynamische Anpassungsrate der Bildwiederholzahl, da diese nicht richtig funktionierte. Das ist aber jetzt alles Geschichte. Das Handy fühlt sich an, als würde es dauerhaft mit 120 Hertz laufen, obwohl sich die Bildwiederholzahl aber adaptiv runterschraubt. Genauso soll es sein. Klasse. Eine weitere Sache, die mich bei Honor Software immer aufgeregt hat, war, dass man beim Runterwischen auf dem Homescreen nicht zu den Benachrichtigungen kam. Das kann man aber nun endlich umstellen.
Halleluja. Dass dann das Control Center genauso wie bei iOS aussieht, gefällt mir wieder nicht so gut. Ich finde, man sollte sich lieber auf die eigenen Stärken konzentrieren und nicht schlechte Features von anderen Herstellern kopieren. Weitere Verbesserungen sind dann bei den Gesten zu finden. Man kann nun endlich auch mit 3 Fingern nach unten wischen, um einen Screenshot zu machen. Das mag ich sehr. Auch, dass man nun die Kamera mit einem Doppeltipp auf die Leisertaste starten kann, war überfällig. Und auch die App-Icons lassen sich nun auch einfärben. Allerdings kann man nicht genau bestimmen, in welcher Farbe dies geschehen soll. Die Farben werden anhand der Wallpaper automatisch ausgewählt. Schade, hier wurde noch Potenzial verschenkt. Falls du übrigens auch die Wallpaper willst, die ich in meinem Video hier nutze, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Ich habe nämlich 20 farbenfrohe und abstrakte Wallpaper designt, mit denen du dein Smartphone neues Leben einhauchst. Wenn du dann dazu noch die Icons einfärbst, hast du einen coolen, einheitlichen Look. Probier es einfach mal selbst aus. Ich verlinke dir den Kauflink zu den Wallpapern in der Beschreibung. Auf eine Sache muss ich dann aber noch eingehen, und zwar die Dynamic Island. Ich meine die Pille oben, die softwareseitig teilweise wie Apple genutzt wird, um die Wiedergabe von aktuellen Songs oder Videos zu zeigen. Auch Telefonate werden hier minimiert dargestellt. Mir gefällt es nicht, da ich es auch bei Apple überflüssig finde und das Feature meiner Meinung nach keinen Mehrwert bietet. Dass man sich auch hier wieder ein schlechtes Feature von Apple kopiert, zeigt mir ein bisschen, dass man bei Honor zu sehr auf den Apfel schaut. Insgesamt hat sich Honor auf jeden Fall einige Kritikpunkte zu Herzen genommen und die Software gefällt mir jetzt deutlich besser als noch beim Vorgänger. Es ist aber auch noch Luft nach oben. Stichwort Software-Updates. Da hoffe ich, dass diese wirklich in Zukunft noch schneller kommen. Die Performance ist dann wie angesprochen über jeden Zweifel erhaben. Dank Schnappdrache 8 Gen 3 ist genug Bums vorhanden, dass im System alles sauschnell läuft. Es gibt keine Verzögerung. Bei Spielen wie Wreckfest kann man auch die maximale Grafikeinstellung wählen und bekommt natürlich ein flüssiges Gameplay. Das ist auch erstklassig. Vor allem, wie lange es dauert, bis der Prozessor erstmal langsam warm wird, finde ich beeindruckend. Das Kühlsystem scheint also sehr gut zu funktionieren. Sprechen wir jetzt über die Kamera. Honor verbaut im riesigen Kameramodul wieder eine Triple-Kamera. Eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkellinse, eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit neu einer verstellbaren Blende von f1.4 zu f2.0 und einen dritten Sensor, der ebenfalls komplett neu ist. Dieser hat 180 Megapixel und einen 2,5-fach optischen Zoom, mit dem man bis zu 100-fach ranzoomen kann. Das Setup klingt wieder ultra krass und die Ergebnisse sind es auch. Fotos der Ultraweitwinkellinse sind saustark und bieten viele Details. Die Farben sind nun noch realistischer als beim Vorgänger. Da war der Himmel ja teilweise noch etwas violett. Das wurde jetzt komplett überarbeitet. Das Highlight sind aber die beiden anderen Linsen. Die Hauptkamera macht wie der Vorgänger extrem starke Aufnahmen. Bilder sind detailreich, haben tolle natürliche Farben und zusätzlich gibt es jetzt auch 3 Farbprofile, aus denen man auswählen kann. Natürlich, dynamisch und authentisch. Auch das habe ich so noch nirgendwo vorher mal gesehen. Zwischen den ersten beiden Profilen sehe ich ehrlich gesagt keinen Unterschied. Authentisch hat aber dann auf jeden Fall einen sehr düsteren Look. Das muss man wirklich mögen. Das Besondere ist aber wieder das Bokeh. Mit einer Blende von f1.4 liefert das Honor Magic 6 Pro fantastische Close-Up-Aufnahmen, die wie von einer Profikamera aussehen. Hier ist man wieder ganz weit vorne, auch der Autofokus ist wieder blitzschnell. Die 2,5-fach Zoom-Kamera ist dann aber das i-Tüpfelchen. Zwar waren beim Vorgänger noch ein 3,5-fach Zoom verbaut, aber durch die 180 Megapixel und die größere Blende bieten Fotos mehr Details und fangen mehr Licht ein. Kurzum, die Fotos sind einfach besser. 2,5-fach, 5-fach, 10-fach, 20-fach, 30-fach, das sieht alles noch extrem stark aus. Erst ab 50x wird die Qualität etwas schlechter und 100-fach ist dann nicht mehr auf S24 Ultra-Niveau, aber dafür, dass nur eine 2,5-fach Kamera verbaut ist, ist das extrem beeindruckend. Mit der Zoom-Kamera lassen sich auch beeindruckende Makroaufnahmen erstellen, das sieht einfach nur genial aus. Auch Videos sind wieder klasse, sie bieten tolle Farben, eine super Stabilisierung und eine sehr gute Dynamic Range. Das in Kombination mit der großen Blende ermöglicht auch wieder tolle Close-Up-Videoaufnahmen. Bei Nacht hat mich die Auslösegeschwindigkeit beeindruckt. Fotos werden in unter einer Sekunde aufgenommen. What the f***? Bei dieser Aufnahme war es stockdunkel, mit bloßem Auge hat man nichts erkannt. Das Magic 6 Pro hat das Foto aber super schnell gemacht und das Ergebnis ist fantastisch. Hier ist zum Beispiel extrem wenig Rauschen zu sehen und die Aufnahme ist trotzdem scharf. Zum Vergleich, das S24 Ultra hat hier 5 Sekunden belichtet und man findet im Bild sogar noch Ghosting-Artefakte. Insgesamt ist das Magic 6 Pro hier deutlich stärker. Videos bei Nacht sind dann, wie zu erwarten, schlechter in der Qualität. Insgesamt bietet die Kamera das Magic 6 Pro ein herausragendes Setup mit Weltklasse-Ergebnissen. Die Konkurrenz wird hier teilweise deklassiert, Honor legt also auch 2024 die Messlatte ganz, ganz hoch. Das kann man auch so vom Akku sagen, denn dieser ist nochmal angewachsen auf nun unglaubliche 5600 Zellen. Uff, damit bietet man einfach 600 mAh mehr als die meisten anderen Konkurrenten.
Möglich macht das die neuartige Silizium-Carbon-Technologie, die auch schon im Magic V2 zum Einsatz kommt. Bei der Laufzeit habe ich aber ehrlich gesagt dann keine große Verbesserung gemerkt. 1,5 bis 2 Tage kam ich mit dem Magic 6 Pro immer aus. Das ist ein Top-Wert, wenngleich ich gedacht hätte, dass die Laufzeit eher sogar an 2,5 Tagen liegen würde. Aufladen kann man das Handy jetzt nun auch mit 80 Watt Kabel gebunden und sogar 66 Watt kabellos. Da gucken Samsung und Apple nur neidisch rüber. Das Problem ist aber, es ist kein Netzteil mehr im Lieferumfang enthalten. Ja, die Verpackung ist nämlich jetzt kleiner geworden und Honor spart jetzt auch am Case und an dem Netzteil. Wer also im Genuss des extrem Schnellladens kommen will, muss das Netzteil nun nachkaufen. Dann werden nochmal mindestens 30 Mäuse fällig. Die kabellose Station ist sogar nochmal deutlich teurer. Autsch! Das Smartphone wird 1.300 € kosten, allerdings wird es zum Launch einen Rabattcode geben. Den siehst du auf der Webseite und wenn du den im Warenkorb eingibst, werden dir 300 € sofort abgezogen. Das heißt, du zahlst nur noch 999 €. Das ist absolut wild und dafür ist das Handy No-Brainer. Dazu wird es, glaube ich, auch nochmal ein kleines Goodie geben. Die Launch-Aktion lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen. Ich verlinke dir den Kauflink unten in der Beschreibung. Wow, Honor liefert mehr Bretter als ein Baumarkt aus. Nach dem Magic V2, was die Klapphandys revolutioniert, hat man mit dem Magic 6 Pro ohne Frage einen Anwärter als Smartphone des Jahres gebaut. Das außergewöhnliche Design, das Weltklasse-Display und die Weltklasse-Kamera suchen seinesgleichen. Auch die Software hat überfällige Updates bekommen, der Akku hält ewig und als Boni gibt es noch eine 3D-Gesichtserkennung und ein ultraschnelles Laden, womit nicht mal Apple, Google und Samsung aufwarten können. Ist das also das perfekte Handy? Nein. Zum einen ist das Smartphone sehr kopflastig und liegt dank dem riesigen Kameramodul immer noch nicht optimal in der Hand. Dazu kommt natürlich noch der hohe Preis. Abgesehen von diesen zwei Kritikpunkten kann ich das Smartphone aber uneingeschränkt empfehlen. Honor ist auf jeden Fall zurück. Den Link zum Handy und zu den Wallpapern findest du unten in der Beschreibung. Hey, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Jetzt interessiert mich noch deine Meinung. Wie findest du das Magic 6 Pro? Ist es ein gelungenes Upgrade? Schreib's mir in die Kommentare. Abonniere mich gerne, wenn du auch in Zukunft keine Smartphone-Reviews verpassen willst. Und folgt mir gerne auch auf Social Media für mehr Wahnsinn behind the scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir noch zwei weitere Videos von mir anschauen. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.